Ich kenne das jetzt vermehrt aus Unternehmen. Wie schaffen wir denn die gleiche Arbeit in 4 Tagen? Weil bis jetzt ist sich das in 5 Tagen auch nicht ausgegangen. Bis jetzt ist es ja so gewesen, dass wir ganz oft übermotiviert am Montagmorgen ins Büro kommen. Und dann denken wir, heute habe ich endlich mal keine Termine. Und das ist super, weil ich kann endlich alles unterbringen, was schon so lange liegen geblieben ist. Und dann machen wir eine Tagesplanung. Was werde ich heute alles machen? Ich werde endlich mein Angebot an diesen wichtigen Kunden schicken. Ich werde endlich ein Konzept aufsetzen für mein Team für die 4-Tage-Woche. Und dann geht man ganz motiviert ans Werk. Aber zuerst setze ich mich noch kurz hin und checke meine E-Mails am PC. Großer Fehler, denn eine Stunde später habe ich 30 E-Mails gelesen, vielleicht 2, 3 beantwortet, 5 abgelegt. Dafür habe ich so einen Kopf und brauche zuerst einmal einen Kaffee. Dann gehe ich in die Kaffeeküche, treffe dort eine Kollegin und irgendwann ist der ganze Tag vorbei und diese tolle Planung, die ich gemacht habe, diesen Luftballon, meine Tagesplanung, was damit passiert ist, die Zeit ist weg. Und dann denke ich mir, das Wichtigste ist sich jetzt doch nicht ausgegangen. Was habe ich denn den ganzen Tag bitte gemacht? Und der Tag sieht dann meistens so aus, wenn ich mal in der Kaffeeküche war und jemanden getroffen habe. Dann unterhaltet man sich halt kurz zum Beispiel über das letzte Meeting, das absolut unproduktiv war, nichts rauskam und uns 2 Stunden unseres Lebens gekostet hat. Also bei Ihnen ist das nicht so, ich weiß, aber in anderen Unternehmen kommt das ab und zu vor. Und dann sagt die Kollegin, du, aber wenn ich dich schon sehe, ich hätte eine kurze Frage, ich komme da wohl nicht weiter, kannst du nur ganz kurz da drüber schauen? So, aus diesen ganz kurz rüberschauen werden dann 1,5 Stunden, die Kollegen finden sie dann auch nicht mehr ganz so nett. Und dann ist jetzt schon 10 vorbei und dann denken sie sich so, aber jetzt mache ich dieses wichtige Angebot wirklich. Sie setzen sich wieder hin, fangen an und dann ruft ihr Chef an. Du, ich brauche ganz dringend diesen einen Report, weißt du, für die Vorstandssitzung. Weil der Peter, wer das sonst macht, der ist krank. Ja, wann brauchst du es? Jetzt. Gut. Dann setzen sie sich hin, widerwillig machen sie diesen Report, schicken sie ab. Gut, jetzt ist eigentlich Zeit zum Mittagessen. Dann gehen Sie zum Mittag und dann ist 13 Uhr. Dann setzen Sie sich wieder motiviert hin und wollen dieses Angebot machen. Und dann ruft ein Kollege an und sagt, du, sag einmal, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Ich brauche diese Entscheidung. Wir kommen sonst in diesem Projekt nicht voran. Und wenn du das heute nicht machst, dann verzögerst du das ganze Projekt, was uns das kostet. Ich muss das eskalieren. Gut, dann schauen Sie sich das an. Na ja, da war irgendwas, stimmt. Dann rufen Sie ein paar Leute an, rufen Sie schnell eine Besprechung ein, dann wird das diskutiert, entschieden und dann 15 Uhr. Dann denken Sie sich, um 4 muss ich fahren, dann muss ich meine Kinder abholen. Eigentlich zahlt sich das gar nicht mehr aus, dass ich groß was anfange. Dann beantworten Sie noch ein paar E-Mails und gehen dann frustriert nach Hause. Also Sie natürlich nicht, aber so manche andere, das kann passieren. Warum ist das so, dass wir uns so viel vornehmen und meistens irgendwas anderes machen? Sehen Sie, wenn ich jetzt Menschen treffe und frage, wie geht's dir, dann sagen die meisten, ich bin so gestresst, ich habe so viel um die Ohren, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingreifen soll. Irgendwie kommt es mir vor, dass gestresst zu sein irgendwie in ist. Das ist jetzt modern, ich bin gestresst und ich bin beschäftigt und ich habe so viel zu tun. Aber beschäftigt zu sein, das ist keine Kunst. Ja, das schafft jeder, voll gestresst durch den Tag zu laufen. Aber die Frage ist, was kommt am Ende des Tages raus? Was ist mein Output? Jetzt sehe ich ein paar verstörte Gesichter. Ja, darf man das denn sagen? Ich arbeite ja den ganzen Tag und es kommt halt was dazwischen und das ist halt so. Ja, kenne ich, bin there, done that, ich bin da schon durch.
Wissen Sie, ich habe früher nach der Devise gelebt: Wenn sich etwas am Tag nicht ausgeht, dann nimm es halt einfach die Nacht dazu. Und ich habe über 15 Jahre im Projekt- und Programmmanagement verbracht. Ich habe für ein großes internationales Unternehmen, für einen Konzern mit Sitz in Graz, SAP-Projekte ausgerollt, über die ganze Welt. Und das war toll, da ist man viel unterwegs, dann ist man halt auch an Deadlines gebunden. Wenn es dort heißt, Go Live ist am 1.1., dann ist Go Live am 1.1., egal was inzwischen passiert. Das heißt, mit Strukturen zu arbeiten, Teams zu führen und Termine einzuhalten, das lag mir schon, das kann ich. Allerdings ist es so, dass wir im Leben nicht nur die Arbeit haben, sondern wir haben auch noch andere Verpflichtungen. Vielleicht will ja mein Partner, meine Partnerin ab und zu irgendwas von mir, dann hat man vielleicht Kinder. Und irgendwie wächst dann mein Arbeitspensum immer an. Aber der Tag hat nur 24 Stunden. Wie löst man das? Und früher habe ich versucht, so viel wie möglich in meinen Tag reinzustopfen, damit ich eben nicht sagen muss, für irgendwas hätte ich keine Zeit. Und ich muss sagen, das ging erstaunlich gut für sehr lange Zeit. Denn ich war nicht nur Vollzeit beschäftigt, sondern natürlich habe ich auch noch ein Hobby gehabt, aber man will sich ja selbst verwirklichen. Also ich bin leidenschaftliche Tänzerin und ich bin da halt viel herumgefahren. Und dann verbringt man noch Zeit mit den Kindern und dann gibt es noch Haus und Garten und Hund und Haushalt und solche Sachen, kennen Sie alle. Was passiert, wenn wir Tag und Nacht arbeiten? Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Und dann kommen so erste Anzeichen. Naja, und ich habe halt das gemacht, was wir sehr gut können. Ich habe das halt einfach mal ignoriert. Ja, das wird schon wieder werden. Und eines Tages war es dann so weit, dass mir körperlich bei der Arbeit so schlecht ging, dass ich dachte, ich überstehe den Tag nicht. Aber da ist ja eine ganze Arbeitsgruppe aus Deutschland angereist. Naja, du musst ja dabei bleiben, ja, als Projektleiterin. Kannst ja jetzt dein Team nicht hängen lassen. Also mit viel Kaffee und Zucker und Wasser und so rettet man sich über den Tag. Und um 15 Uhr habe ich gesagt, Schluss, ich kann nicht mehr. So, jetzt fahre ich nach Hause. Nur kam ich daheim nie an. Denn auf der Autobahn wurde dieser ganze Stress und dieser ganze Druck der letzten Jahre einfach zu viel, da hat mich das alles eingeholt. Und das war zufällig auch ein Oktobertag, draußen super sonniges Herbstwetter, aber da oben drinnen, da tobte ein Sturm. Die nächste Dienstreise, die ganzen offenen To-Dos und der Junge braucht neue Patschen für den Kindergarten. Was bist du für eine Mutter, versorgt man sich seine Füße und so, ja? Und hoffentlich hält die Heizung noch einen Winter durch, weil ein neuer kann ich mir nicht leisten. Und dann, auf einmal wurde es ganz komisch, ja, ich konnte irgendwie mein Bein nicht mehr richtig spüren und dann eine Hand nicht und dann sah ich schon ganz verschwommen und dann fühlte es sich an, als wäre dieser ganze Druck der letzten Jahre und Monate, als würde das alles auf meiner Brust lasten, ich konnte nicht mehr richtig atmen. Und was macht man da ganz rational? Da denkt man sich, naja, die Abfahrt ist eh gleich davor und die 5 Minuten schaffst du auch ohne Atmen. Ne? Reiß dich zusammen, das geht schon noch. So, da bin ich noch ein Stückchen weiter gefahren, bis ich wirklich nichts mehr sah und dann hat doch noch mein Hausverstand gegriffen. Da habe ich gedacht, na, halt's doch mal lieber an, atmest ein paar Mal durch. Und das, was ich noch ein bisschen gesehen habe mit dem Handy, da konnte ich noch einen Anruf tätigen. Und dann habe ich dort auf Hilfe gewartet, saß ich dort am Pannenstreifen, halb blind und gelähmt und konnte kaum atmen. Und dann habe ich mir gedacht, Blanka, ich glaube, das war es jetzt für dich. Also diesmal bist du wirklich zu weit gegangen. Und dann war ich weg. So wie Sie sehen, war es das nicht. Ich bin noch hier und mir geht es wunderbar. Und ich bin eigentlich sehr dankbar für diese Erfahrung, denn ich habe an diesem Tag doppelt Glück gehabt. Einerseits kam ich schnell ins Krankenhaus und ich bin gesund. Und zweitens konnte ich was ganz, ganz Wertvolles lernen für mein Leben und auch etwas, was ich gerne weitergebe, zum Beispiel so wie heute hier. Nämlich, dass niemand etwas davon hat,
wenn wir uns zu Tode arbeiten? Wir haben nichts davon, unsere Familie hat nichts davon und der Chef hat auch nichts davon. So, als ich dann nach Hause gehen durfte, sagte eine sehr nette Ärztin zu mir: Herr Frau Fötsch, Sie schauen ja schon besser aus, gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus. Und ich haute so meinen Standardspruch raus: Ja, ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin. Da hatte ich noch immer noch das nicht kapiert, ja. War ein bisschen kaputt im Kopf. Und dann war diese Ärztin auf einmal nicht mehr so nett und dann sagte sie zu mir: Ja, wenn Sie so weitermachen, sind Sie das nächste Mal auch tot? Oder wie viele Herzinfarkte brauchen Sie, um es zu kapieren? Ihr Körper macht das nicht ewig mit. Sie haben doch kleine Kinder, wollen Sie die dann nicht aufwachsen sehen? Okay, das hat gesessen, da habe ich es verstanden. Und dann habe ich es überlegt. Ich bin doch strukturiert, ich bin organisiert, ich bin mega effizient. Also was läuft da schief? Und schon langsam dämmerte es mir. Ich war sehr effizient, ja, aber war ich auch effektiv? Ich war so darauf fokussiert, ein paar Stunden einzusparen. Ich habe immer nur auf die Uhr geschaut. Noch mehr machen und schneller werden und effizienter. Ich war so darauf fixiert, ein paar Stunden einzusparen, dass ich ganze Jahre meines Lebens verschwendet hatte. Jahre. Weil ich zu beschäftigt war, mich mal zu fragen: Mensch, Blanka, wo rennst du denn hin? Das ist die Richtung. Und wenn es um Produktivität geht, da geht es nicht nur um die Geschwindigkeit. Wir brauchen nicht nur die Uhr. Wir brauchen auch einen Kompass. Denn die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Im Privatleben, aber genauso im Beruflichen. Wenn wir keine klaren Ziele haben, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, dann sind wir vielleicht ganz schnell irgendwo, aber dort wollten wir nicht sein. Und wenn ich jetzt in Unternehmen komme und dann sagen sie, irgendwie kommen wir nicht weiter, die Projekte werden ständig verschoben oder das Team ist nicht schnell genug, dann lohnt es sich sehr, hier die Strukturen anzusehen, denn die meisten schauen nur auf die Uhr. Wie schnell wird etwas abgearbeitet? Aber es ist auch die Frage, was genau wird denn gemacht? Sehen Sie, das ist so. Wenn Sie jetzt sagen, statt 8 Stunden könnten wir sagen, Sie haben 8 Schritte am Tag. Und diese 8 Stunden oder diese 8 Schritte eben können Sie aufteilen. Sie können sich aussuchen, wie Sie das verwenden wollen. Da kann ich sagen, okay, ich checke jetzt meine E-Mails, dann gehe ich mal Kaffee trinken und dann rede ich mit der Kollegin, dann mache ich einen Report und dann checke ich wieder meine E-Mails. Und eigentlich wollte ich mal den letzten Bericht lesen. Dann sind Sie zwar gegangen, aber Sie sind noch immer am gleichen Platz. Aber wenn ich sage, ich habe ein klares Ziel, ich habe priorisiert, und ich gehe meinen Prioritäten nach, dann können Sie diese 8 Schritte verwenden, um zu brainstormen, um ein Konzept zu erstellen, um ein Meeting einzuberufen, um das Ihren Chef zu präsentieren, um das Team vorzustellen, um ein paar Runden zu drehen und das zu verbessern und das wirklich einzuführen. Und dann sind Sie schon ein ganzes Stück vorangekommen. Und dann sagen Sie, ja, aber in meinem Job geht das nicht. In unserem Unternehmen geht das nicht. Das funktioniert bei uns nicht und das haben wir immer schon so gemacht und so weiter. Ja, mag sein. Ich habe Unternehmen gesehen, wo jetzt wegen Fachkräftemangel und wegen hoher Fluktuation das, was die letzten 10 Jahre nicht ging, innerhalb von 4 Wochen geschah. Manche Unternehmen entscheiden sich dafür, 4-Tage-Woche einzuführen, Unlimited Vacation. Das ist alles schön und gut, ich bin absolut dafür. Nur müssen wir den Menschen auch die Strukturen geben, damit arbeiten zu können. Weil wenn die Menschen vorher schon in 5 Tagen gestresst waren, dann werden sie nicht sagen, naja, das schaffe ich locker in 4 Tagen. Das funktioniert so nicht. Das Problem ist ja nicht, dass 4-Tage-Woche nicht richtig ist, sondern ich sehe immer wieder, dass wir hier den Menschen zu wenig geben, um damit arbeiten zu können.
Das ist nicht etwas, was wir in der Schule oder auch an der Uni oder am Arbeitsplatz lernen. Wie arbeite ich denn produktiv? Wie teile ich meine Zeit ein? Unterstützt denn das Unternehmen überhaupt strukturiertes und organisiertes Arbeiten? Wie sind die Strukturen aufgesetzt? Das sind die Fragen, womit wir uns zuerst beschäftigen müssen. Die Uhr ist die Effizienz. Der Kompass ist die Richtung, die Effektivität. Und um wirkliche Produktivität zu erzielen, muss ich beides verbinden. Dann muss ich nicht immer mehr und mehr arbeiten, um etwas mehr zu schaffen, sondern ich kann in weniger Zeit tatsächlich mehr schaffen. Und wenn Sie sagen, für dieses oder jenes habe ich keine Zeit, dann haben Sie auch absolut recht. Denn niemand von uns hat Zeit. Ja, Zeit können wir nicht haben. Zeit können wir uns nur nehmen. Wir können uns Zeit nehmen für die wirklich wichtigen Dinge, beruflich und privat. Was uns meistens fehlt, ist ja nicht die Zeit. Uns fehlt der Fokus auf das Wesentliche, auf das Wichtige. Und so rennen wir wahnsinnig beschäftigt und gestresst den ganzen Tag herum und fragen uns dann am Ende des Tages, was habe ich heute eigentlich gemacht? Weil das Wichtigste, das ist wieder liegen geblieben. Was habe ich heute gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich möchte Sie heute da nicht nur berieseln, sondern ich möchte, dass Sie was Praktisches mitnehmen können. Und deswegen lade ich Sie ein Experiment zu machen. An Ihrem nächsten typischen Arbeitstag nehmen Sie einfach einen Zettel oder ein Excel und schreiben Sie ganz genau auf, was Sie denn den ganzen Tag so tun. Und das könnte so ausschauen, okay, aufstehen, dann Frühstück mit der Familie oder Sie sind alleine, Sie lesen Ihre Zeitung. Dann denken Sie mal an Kaffee, ein bisschen auf Facebook oder Instagram surfen. Dann haben Sie mal 10 E-Mails durchgelesen, vielleicht eine beantwortet, wenn es gut geht. Dann eben mit diesem Angebot angefangen, aber Sie haben ja irgendeine Unterlage nicht gefunden. Dann suchen Sie ja mal das. Dann fällt Ihnen ein, ah ja genau, die Tochter hat Geburtstag, da wollte ich ja irgendwas organisieren, dann machen Sie mal das schnell. Dann suchen Sie weiter und so weiter. Das schreiben Sie alles ganz akribisch auf. Das kann den ganzen Tag so weitergehen, seien Sie da wirklich genau. Und dann, am Ende des Tages, nehmen Sie ja Ihre Liste her und markieren mit verschiedenen Farben die Kategorien. Zeitkiller sind rot. Was ist ein Zeitkiller? Sachen suchen. Zeitkiller, Social Media checken, außer Sie sind Social Media Manager, irgendwelche sinnlosen Telefonate, sinnlose Meetings, wo nichts rauskommt, das markieren Sie mal alle rot. Und dann, je nach Projekt oder Aufgabe, wieder eine andere Farbe. E-Mails ist eine Farbe, Ihr Angebot ist eine Farbe, eine Präsentation ist eine nächste Farbe. Und dann schauen Sie mal, wie schaut Ihr Tag aus? Wie ein Fleckerlteppich? Oder gibt es große, zusammenhängende Blöcke, wo Sie fokussiert arbeiten können? Schauen Sie, wenn Sie alle 10 bis 15 Minuten oder von mir aus auch jede halbe Stunde Ihre Tätigkeit hin und her wechseln, unser Gehirn ist dafür nicht ausgelegt. Jede Unterbrechung kostet Ihnen 5 bis 15 Minuten Zeit Ihrer Konzentration. Und wirklich produktiv und effizient können wir nur arbeiten, wenn wir uns konzentrieren. Und da spreche ich noch nicht einmal vom Flow. Wenn Sie mehr vom Flow wissen wollen, dann müssen Sie bei Csikszentmihalyi nachlesen. Das ist der eine Wissenschaftler, dessen Name am öftersten falsch ausgesprochen wird. Für wirklich konzentriertes Arbeiten brauchen wir mindestens 50 bis 60 Minuten Zeit. Und diese Zeit müssen Sie sich reservieren. Ihre Prioritäten müssen Sie durchsetzen, weil wenn Sie Ihre Zeit nicht planen, dann wird die Zeit einfach verplant. Ständig braucht irgendwer was von Ihnen. Aber wenn Sie sich mal für 2 Stunden zurückziehen, da will die Welt nicht untergehen. Machen Sie Ihre Tür zu, hängen Sie ein Schild auf, bitte nicht stören. Ich hatte mal so ein Schild, oder bitte nicht eintreten, außer du bist George Clooney. Haben Sie am nächsten Tag geklaut. Sie dürfen sich Zeit nehmen für konzentriertes Arbeiten. Und Sie müssen sich Zeit nehmen für konzentriertes Arbeiten, wenn Sie was weiterbringen wollen. Und wenn Sie sagen, ich brauche das nicht machen, weil ich weiß, wie mein Tag ausschaut, ich sitze den ganzen Tag in Meetings. Wann wollen Sie dann arbeiten?
Wann wollen Sie das tun, was in den Meetings besprochen wird? So nebenher, bisschen E-Mail schauen? Kenne ich auch. Es kommt nicht darauf an, was Sie alles nicht machen, solange Sie das Wichtigste machen. Und diese Priorisierung und diese Planung und produktives Arbeiten kann dann gut funktionieren, wenn hier Sie als einzelne Person, aber auch die Strukturen im Unternehmen danach geschaffen werden. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter arbeiten in Ruhe. Geben Sie ihnen mal 2 Stunden Zeit, wo Sie etwas erledigen können. Fokuszeiten werden in sehr, sehr vielen Firmen eingeführt und das funktioniert wunderbar. Probieren Sie das einfach einmal für sich aus. 2 Stunden blockieren für etwas, was Sie schon ewig machen wollten. Ich verspreche Ihnen, Sie werden in diesen 2 Stunden mehr weiterbringen als an einem ganzen Tag, wo Sie ständig nur zwischen Tür und Angel dran arbeiten. Natürlich haben wir organisatorische Sachen, natürlich müssen wir unsere E-Mails checken, aber niemals in der Früh. Am Morgen, wenn Sie mit Elan und Motivation kommen, dann machen Sie zuerst das Wichtigste. Erledigen Sie Ihre wichtigste Aufgabe gleich am Morgen. Alles andere kann warten. Und glauben Sie mir, wenn das wirklich so wichtig ist, dann stehen Sie bei Ihnen im Büro. Wenn die Welt unterzugehen droht, dann werden Sie zu Ihnen kommen, wenn Sie 2 Stunden lang mal nicht erreichbar sind. Das funktioniert. Und ich ermuntere auch Unternehmen dazu, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Freiheit zu geben, ihre Fokuszeiten wirklich zu blockieren und zu sagen, da bin ich nicht verfügbar. Nicht für Besprechungen, nicht für irgendwelche wahnsinnig wichtigen Reports für die Geschäftsführung, weil dafür hätten wir eine Woche vorher auch Zeit gehabt. Natürlich gibt es unvorhersehbare Sachen. Kann man übrigens auch planen. Aber die Wochenplanung spreche ich am Nachmittag. Also ich ermuntere Sie, strukturieren Sie Ihre Arbeit, priorisieren Sie und schauen Sie auf das, was Sie machen. Machen Sie das Wichtigste und lassen Sie den Rest liegen. Sie werden nie am Ende von einer To-Do-Liste ankommen. Das funktioniert so nicht. Und ich sage Ihnen nicht, gehen Sie langsam. Also ich bin die Letzte, die sagt, machen Sie langsam. Ich renne immer, das ist okay. Gehen Sie raus, rennen Sie los, aber bitte in die richtige Richtung. Dankeschön.